Die Grafschafter haben einen neuen Landrat gewählt. Es ist Uwe Fizek geworden. Jonas Schönrock, du hast die Wahl hier im Kreishaus in Nordhorn verfolgt. Das war relativ knapp und wohl doch ein deutlich mehr als ein Achtungserfolg für SPD-Kandidat Volker Pann. Ja, das kann man so sagen, wenn wir mal auf die Ergebnisse schauen. 91,92% für Uwe Fizek und 48,08% hat Volker Pann erreicht. Das war am Ende dann doch ein recht knappes Ergebnis, kann man sagen. Und durchaus ein Achtungserfolg für den Bentheimer Bürgermeister. Ja. Wir warten jetzt noch auf die Kandidaten, die werden sich dann natürlich auch gleich noch mal äußern für GN Online. Was enttäuschend ist, ist die Wahlbeteiligung. Woran kann das liegen? Ja, das ist in der Tat enttäuschend, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben 35,38% Wahlbeteiligung, wenn man das vergleicht vor 3 Wochen. Bei der Landratswahl beim ersten Durchgang hatten wir knapp 60%. Das kann natürlich sein. Es gab vor 3 Wochen noch die Europawahl. Wir hatten 2 Bürgermeisterwahlen, eine in Nordhorn, eine in Uelsen. Das sieht so aus, als wären das die Wahlen gewesen, die die Leute dazu bewegt haben, zur Urne zu gehen. Vielen Dank, Jonas Schönrock. Ja, die Grafschafter, die sind offenbar etwas wahlmüde geworden. Alle weiteren Stimmen, die lesen und hören Sie auf GN Online im Laufe dieses Abends und morgen in Ihrer Tageszeitung.